Hallo Freunde, Servus und grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Mein heutiges Thema heißt: Wo lebst du? Ein bisschen was zum Nachdenken. Wo lebst du? Bist du noch nicht geboren? Lebst du im Bauch deiner Mama? Und wovon ernährst du dich? Du bist noch mit ihr verbunden über die Nabelschnur. Und wenn du Glück hast, ernährt sie sich vegan und vollwertig, sodass du eine kostbare Nahrung über die Nabelschnur erhältst und große Chancen hast, als gesundes Baby ein schönes und glückliches Leben zu leben. Wo lebst du? Bist du dann geboren? Lebst du bei deiner Mama und bei deinem Papa? Wovon ernährst du dich? Wenn du Glück hast, bekommst du Muttermilch. Deine Mama ernährt sich vegan, pflanzlich vollwertig und du bekommst eine leckere, vollwertige, gesunde Muttermilch. Und danach liebst du es, Bananen zu essen, Avocados und Gurken und Paprika und all die gesunden und rohen Sachen, die pflanzlich und vollwertig und kostbar und wertvoll für dich sind, damit du dich gut und gesund entwickeln kannst. Wo lebst du? Bist du dann größer? Lebst du bei deinen Eltern, bei deiner Mama und bei deinem Papa? Und du darfst dich deinen Fähigkeiten entsprechend entwickeln. Deine Mama und dein Papa haben eine große Gabe, deine Fähigkeiten zu spüren, zu sehen und zu erleben. Und du darfst sie, so wie du möchtest, ausleben. Und wie ernährst du dich? Natürlich vollwertig. Vegan und teilweise roh? Wie viel roh entscheidest du selbst? Wo lebst du? Bist du dann schon größer und womöglich erwachsen oder fast so ungefähr 18? Du freust dich, dass du keine Akne hast. So wie die anderen. Warum? Weil du dich pflanzlich, vollwertig und vegan ernährst. Das heißt, du trinkst zum Beispiel keine Milch, die ungesund ist und auch Akne macht. Du isst kein Fleisch, weil die Tiere, du liebst die Tiere und du kannst doch nicht die Tiere essen. Es sind doch deine Freunde, das hast du erkannt. Und du bist glücklich und du spürst in dein Leben und du weißt genau, du machst einfach das, was in dir spürbar ist und entwickelst dich wunderbar. Wo lebst du? Bist du ein Hund oder eine Katze? Dann lebst du wahrscheinlich bei Herrchen oder Frauchen, wenn du Glück hast. Und die sind lieb zu dir und verwöhnen dich, aber nicht mit Zucker oder Leckerlis, sondern mit einem artgerechten Essen, ohne Farbstoffe und Zusatzstoffe, mit einem gesunden Futter. Und wenn du ein Frauchen hast wie Sonjas Herzreisen vegan und roh, dann hast du erkannt, dass Impfen und Entwurmen nicht notwendig sind für deine Katze. Meine Katze ist jetzt fast 7 Jahre alt und sie wurde ganz, ganz am Anfang mit einem halben Jahr noch entwurmt und geimpft und seitdem nicht mehr. Und sie entwickelt sich prächtig. Sie hat so gut wie keine Zecken, also einen im Jahr. Manchmal auch ein Jahr überhaupt keinen. Und es geht ihr wunderbar. Wo lebst du? Bist du ein Kälbchen? Dann lebst du wahrscheinlich im Gefängnis.
Deine Mama hat dich zur Welt gebracht und bereits am ersten Tag wurdest du ihr weggenommen. Am Tag deiner Geburt, wahrscheinlich warst du nicht mal eine Stunde bei ihr, hat dich irgend so ein Mensch einfach deiner Mama weggerissen und hat dich in ein Gefängnis gesperrt. Warum machen die Menschen das? Weil die Menschen wollen nicht, dass du ihre Milch trinkst. Weil die Menschen wollen die Milch von deiner Mama stehlen und selber trinken. Aber die Milch ist nicht gut für die Menschen. Das weißt du, aber die Menschen, die wissen das scheinbar nicht. Und du als kleines, winziges Kälbchen lebst in einem Gefängnis. Dein ganzes kurzes Leben lang. Und du wirst mit Antibiotikum und minderwertiger Ernährung großgezogen. Und so fristest du dein Dasein, weil du kannst nicht sprechen. Du kannst nicht für deine Rechte kämpfen, das kannst du nicht. Weil du einfach nicht sprechen kannst. Du kannst dich nicht ausdrücken. Und dieses Mu, das man immer kilometerweit hört, sage ich, das ist vielleicht deine Art, dich auszudrücken. Liebe Menschen, hört mal, mir geht's nicht gut. Doch keiner versteht es. Die Menschen lachen über dieses Mu. Ja. Und so, liebe Menschen, denkt mal drüber nach. Die Kälbchen leben im Gefängnis. Die Kinder der Kühe. Ja. Und sie werden gemästet, wie bei Hänsel und Gretel. Der Hänsel ist auch im Gefängnis. Könnt ihr euch an dieses Märchen erinnern? Der Hänsel ist im Gefängnis und wird von dieser angeblichen Hexe gemästet, sodass er ganz schnell dick und fett wird. So steht es im Märchen, ja. Und das ist vielleicht eine Parallele zu dem Leben, das die Kälbchen leben müssen. Das sind die Gefängnisse, wo die Kälber drin sind. Das drückt dann doch das Herz, oder? Da werden die so lange drin gehalten, bis sie fett genug sind. Und dann werden sie geschlachtet für die Menschen. Kommen wir gleich an den Kindergefängnissen vorbei. So traurig. Die Mama hängt daneben im Trog und darf essen. Ja, vielleicht hört sie ab und zu ihr kleines Schreien. Ja, meine Lieben, das war, mein Video ist zu Ende. Ich hoffe, ich habe euch Denkanstöße geben können. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht so gesehen. Ich sage euch, Milch ist überhaupt nicht gesund. Null. Aber ein Milchvideo gibt es nochmal extra. Es ist einfach diese Art, wie diese Kälbchen leben müssen in diesem Gefängnis. Ihr ganzes Leben. Also wenigstens so lang, bis sie zu Kalbfleisch verarbeitet werden, zum Beispiel. Oder als Milchkühe vergewaltigt vom Menschen, sodass sie ihr ganzes Leben lang Milch geben müssen.
Künstlich befruchtet. Ja. Wie gesagt, was zum Nachdenken. Wenn euch mein Video gefallen hat oder wenn es interessant war für euch, dann danke ich euch sehr für einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal oder schenkt mir einen Kommentar. Da freue ich mich immer. Dann alles Liebe für heute und einen schönen Tag. Servus, pfiat euch.